Wir erhalten Berichte, dass die Orks sich formieren. Gewiss sind die jüngsten Angriffe auf die Gefangenenlager Beweis genug. Das stimmt. Die Horde ist unterwegs. Das ist absurd. Meine Nation wird nicht tatenlos zusehen, wie sich die Horde vor unseren Toren sammelt. Die Orks sind nicht unsere größte Sorge. Soll ich mich denn ständig wiederholen? König Terenas, hört auf meine Warnung. Diese Seuche in den Nordländern könnte tragische Folgen haben. Seuche? Ihr Magier seid doch paranoid. Lasst uns das in Ruhe betrachten. Selbst wenn diese Seuche eine Gefahr für uns wäre, was sollten wir dagegen tun? Ganz einfach. Ich habe schon gesagt, die Kirin-Tor sind bereit. Wir stellen die Dörfer unter strenge Quarantäne. Ich werde keine Quarantäne verhängen, ohne einen Beweis für eure Worte, Botschafter. Die Menschen von Lordaeron mussten genug leiden. Wir machen sie nicht zu Gefangenen im eigenen Land. Gefangen, guter König. Was heißt das nun wieder? Und wer seid ihr? Die Menschheit ist in Gefahr. Die Wellen der Dunkelheit drohen erneut. Sie werden die ganze Welt in einen Krieg stürzen. Genug damit! Wachen! Entfernt diesen Irr! Hört doch! Die Hoffnung für unser Volk liegt im Westen, im vergessenen Land Kalimdor. Seid ihr bei Trost? Lasst ab, Botschafter. Ohne zu wissen, wer ihr seid, wage ich zu sagen, dies ist nicht die Zeit für plappernde Propheten. Unser Land wird belagert. Aber wir entscheiden, was der beste Schutz für das Volk ist. Niemand sonst. Nun geht! Ich habe bei den Menschen schon einmal versagt. Doch das werde ich nie wieder. Ist hier keiner bereit zu helfen? Dann muss ich jemand anderen finden. Die Warnung ist ausgesprochen. Jetzt liegt es an Ihnen.